Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um den Amazon Echo Connect. Der ist jetzt endlich in Deutschland rausgekommen. Und was das Ding taugt, ob sich das Ding lohnt, das gucken wir uns alles in dem folgenden Video einmal zusammen an. Zunächst einmal ist der Echo Connect ja ein alter Bekannter. In den USA ist er seit Ende letzten Jahres in den Medien drin. Es gab erste Tests, dann hat sich das Ding endlich etabliert und dann war es auf einmal nicht mehr wegzudenken. Wie immer bei solchen Sachen hat es lange gedauert, bis das Teil auf den deutschen Markt gekommen ist. Und jetzt ist es endlich draußen, soll knapp 40 Euro kosten, 39,99. Und Amazon hat es auch direkt schon in den Lagerbestand reingenommen. Das heißt, ihr könnt es euch jetzt schon bestellen und habt es dann ein paar Tage später zu Hause. Aber ob sich das lohnt, das wollen wir uns in diesem Video einmal genauer anschauen. Zunächst einmal, wer sich für die technischen Details interessiert und so weiter, für den habe ich natürlich die Links zu dem Produkt in die Infobox gestellt. Das heißt, da findet ihr einmal alle technischen Details, könnt euch das Ding auch direkt bestellen und so weiter. Aber guckt euch auf jeden Fall das Video an, denn es wird auf jeden Fall interessant werden. Was ist der Echo Connect? Zunächst einmal der Amazon Echo Connect, für alle, die das Gerät noch nicht kennen, ermöglicht es euch jetzt endlich Festnetztelefonie, Voice-over-IP-Telefonie zu Hause über den Amazon Echo zu tätigen und das wirklich mit eurer festen Nummer. Das heißt, ihr habt hier keine App-Telefonie wie den sozusagen WhatsApp-Call vom Amazon Echo, der eingeführt worden ist, der auch gut funktioniert, aber hier habt ihr wirklich alle Vorteile, die ihr auch sonst habt, wenn ihr sozusagen von zu Hause telefoniert und das Ganze dann über Sprache, Telefonbuch wird importiert und so weiter und so fort. Und das ist wirklich ein sehr sinnvolles Add-on für den Amazon Echo, ein wirklich sehr, sehr gutes und ein, denke ich mal, auch revolutionierendes Add-on, denn es macht euer altes Zuhause in Anführungszeichen wieder etwas smarter und ihr habt die Möglichkeit, ohne dass ihr euch gleich ein neues Telefon kaufen müsst, ohne dass ihr gleich irgendwas umstellen müsst in euren Verträgen und so weiter, euer Smart Home System in eure alte Welt sozusagen einzubinden. Zunächst einmal, mit welchen Geräten ist denn der Amazon Echo Connect überhaupt kompatibel? Ein wichtiges Thema, denn wir wissen, Amazon hat mittlerweile so viele Produkte rausgebracht, dass man schon gar nicht mehr durchblicken kann. Aber man kann wirklich, wenn man ein Echo Plus besitzt, mit allen Generationen telefonieren, wenn man ein Echo Show besitzt, mit der ersten und natürlich mit der neuen Generation, Echo Spot, Amazon Echo. Der Grund Echo sozusagen ist auch mit allen Generationen kompatibel und natürlich auch mit allen Generationen der neuesten Generation, die jetzt auf den Markt kommen, kompatibel. Das heißt, ihr seid eigentlich sehr gut abgedeckt. Es braucht sich fast keiner Gedanken zu machen, wenn er einen etwas älteren Echo zu Hause hat, dass es damit nicht funktioniert. Und das finde ich sehr, sehr positiv. Das haben wir bei anderen Herstellern schon ganz anders erlebt, dass hier wirklich dann dementsprechend, sobald eine neue Generation rausgekommen ist, viele, viele Features nicht mehr funktioniert haben. Macht Amazon besser, finde ich gut, sehr, sehr löblich an dieser Stelle. Man nötigt hier nicht die Kunden dazu, sich komplett neu einzudecken mit dem kompletten neuen Echo-Sortiment. Die Einrichtung an sich ist dann sehr, sehr einfach. Das werden wir uns allerdings in einer ausführlichen Review zu diesem Produkt in den nächsten Wochen einmal anschauen. Dann werde ich euch auch zeigen, worauf ihr achten müsst, wie vor allen Dingen dann die Kontakte importiert werden und so weiter. Das heißt, das wird dann sehr, sehr interessant. Zunächst einmal haben wir natürlich Anschlüsse an diesem Gerät, die uns ja wirklich auch etwas milde stimmen. Man hat zunächst einmal die Telefonbuchse. Dort kommt natürlich dann euer Telefonanschluss sozusagen von zu Hause rein. Mit Power betrieben, also mit Strom betrieben, wird das Ganze über den Micro-USB, so wie wir das kennen. Und ansonsten ist diese Box wirklich winzig klein. Ist so ein bisschen so wie das Apple TV sozusagen, wenn man das so nennen darf, von der Größe her. Von daher super süß, super klein und wirklich auch gut zu verstecken. Und darum ging es auf jeden Fall auch hier. Man möchte dieses Produkt nicht in den Vordergrund stellen, sondern es ist ein sinnvoller Helfer für den Hintergrund, der es euch dann durch die Plug-and-Play-Lösung ermöglicht, euer altes Telefon im Prinzip hier direkt smart zu machen.
Heißt, über Sprache zu steuern, heißt natürlich auch, dass ihr hier dann alles Mögliche über Sprache auch annehmen könnt. Das heißt, wenn ein Anruf zu Hause eintrifft, dann könnt ihr diesen auch über den Amazon Echo, über euer Echo-Endgerät sozusagen annehmen, könnt ihn ablehnen und so weiter und so fort. Welche Frage wir auf jeden Fall in der Review einmal klären werden, und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt darauf, ist, wie das mit der bestehenden Telefonanlage harmonisiert. Das heißt, hier werden wir uns anschauen, ob es irgendwelche Probleme in der Kompatibilität gibt oder ob das Ganze wirklich reibungslos funktioniert, so wie Amazon das derzeit anpreist. Das soll es gewesen sein. Das ist der erste Eindruck zum Amazon Echo Connect. Wie gesagt, sobald ich das Ding habe, wird es dazu eine ausführliche Review für euch geben. Wir werden uns alles anschauen, wir werden uns die Einrichtung anschauen, die Probleme des Gerätes anschauen und werden uns vor allen Dingen dann auch etwas mit der Vernetzungstechnologie beschäftigen. Das heißt, hier werden wir uns alles angucken, was dann dieses Gesamtkonstrukt betrifft. Es kann allerdings sein, dass das jetzt noch 1, 2, 3 Wochen dauert, da ja natürlich jetzt auch die neue Amazon Echo Generation sozusagen kurz vor dem Release steht. Das heißt, da liegt natürlich dann auch der Fokus in den nächsten Wochen drauf, dass wir uns zumindest auch beim Echo Show, und ich freue mich schon auf meinen neuen Echo Show, dass wir uns damit etwas genauer beschäftigen, dass wir uns da anschauen, wie ist die Veränderung und so weiter. Das heißt, wir haben viel vor in den nächsten Wochen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ich würde mich unglaublich drüber freuen. Dann schauen wir uns in den nächsten Wochen zusammen alle neuen Geräte an. Wenn ihr Fragen, wenn ihr Wünsche habt zu den neuen Amazon Echo Geräten, zum Echo Connect und zu anderen Themen aus der Technik und der Smart Home Welt, stellt mir das am besten einmal in die Kommentare. Ich versuche, wie ihr das von mir kennt, immer auf alles einzugehen, in den nächsten Videos, in dem nächsten Content und so weiter, und versuche euch auch, wenn es ganz dringend ist, natürlich direkt eine Antwort zu geben über die Kommentare. Deswegen lasst auf jeden Fall fleißig Kommentare da und ich versuche dann meinen ganzen Inhalt der nächsten Wochen auf eure Fragen und so weiter anzupassen, sodass wir da definitiv jede Frage mit drin haben. Und bis dahin danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Ich freue mich auf das nächste Video mit euch, freue mich vor allen Dingen auch auf eure Kommentare und wünsche euch bis dahin viel, viel Spaß mit der Technik. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao. We'll be right back.